Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich zusammen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hübi Gaming. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Ja, bei mir dreht sich alles rund um Simulation. Darunter fällt der LS und natürlich auch SnowRunner. Nur ganz kurz vorweg. Letzteres SnowRunner wird wiederkommen. Es war nie weg und ich mache es auf jeden Fall weiter. Nur mal für die, die es interessiert und vor allem auch wissen möchten. Also, Montag bis Freitag wird der, Montag bis Mittwoch wird auf jeden Fall der LS kommen. Das ist sicher. Und alles andere und von Donnerstag bis Samstag wird auf jeden Fall SnowRunner kommen. Hat den Hintergrund, weil dann kann ich mich auf eine Sache konzentrieren und fertig und gut ist. Na, dann geht es auch, denke ich mal, vernünftiger mit den Aufnahmen und so. So, und der aufmerksame Zuschauer wird es schon gemerkt haben, wir sind auf einer anderen Map. Auf einem, ja, Zufallsfund könnte man es nennen. Wir sind hier auf dem Riedwäldle vom lieben Madden 1986. Also ich muss sagen, Chapeau. Die gefällt mir. Also ohne Mist, wirklich, die gefällt mir tatsächlich. Erstens die Textur vom Gras. Nicht dieses Standard-Ding, sondern auch mal Blumen innen drin und so weiter, ne, und alles. Und wir machen mal kurz das Hut wieder an. Na, also, es ist tatsächlich eine Wiese. Und ist auch kaufbar, ne? Und wie gesagt, das hier ist der Starthof. Ne, das Gebäude kennt man. Dazu brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Hier wurde das jetzt so gelöst, die ganze Nummer, dass man nicht durchfahren kann. Na, hier sind die Kühe dann quasi drin. Ah, echt schöner Hof. Also, na, muss man echt sagen. Baugeräte drin. Ich glaube, wir pflügen auch mal mit so einem. Habe ich ja so an sich auch noch nie gemacht. Auch schön hier mit dem Misthaufen. Na, also schön, schön, schön. So. Machen wir hier nochmal einen Kuhstall. Also zwei Kuhställe auf einem Hof. Ja, kann man machen. Müsste man aber nicht unbedingt. Also. Ah ja, okay. Gut, dann haben wir hier den Miststreuer, der ist schon ein bisschen eingesaut. Das Güllefass ist auch schon ein bisschen dreckig, ist jetzt aber, glaube ich, noch nicht 50% Schaden. Alter Vater. Okay. Ja, dann haben wir hier noch die Hühners. Die Hühners. Mein wunderschönes Hofsilo, also dieses Ding feiere ich ja total. So. Dann gehen wir mal in die Karte. So sieht das gute Stück aus. Faszinierend, finde ich. Also echt schön. Hat so ein bisschen was von der Stappenbach, finde ich. Auch von den Feldern her, von der Feldgröße her. Na, also es ist klein, handlich, aber man hat doch zu tun.
Na, man sieht es hier, ne, das Feld 4, wenn man jetzt mal ein bisschen reingeht. Also ist jetzt nicht sonderlich groß, die ganze Nummer. Es ist alleine zu bewirtschaften, sagen wir es mal so. Was ist denn das jetzt nochmal? Ach so, ja, das ist ja Mais. Das gehört uns noch. Das auch noch. Ja, genau. Bei der nächsten Folge, also nur so, um das Ganze mal abzuschließen, das hier möchte ich als jetzt Übergangsprojekt oder vielleicht auch durchgehendes Projekt weiter betreiben, bis die zwei Karten, auf die ich noch warte, kommen. Obwohl die eine, weiß ich nicht, ob die noch für einen 22er kommt. Aber die eine auf jeden Fall. Aber die eine von beiden auf jeden Fall. Da möchte ich dann, wie gesagt, das Ganze als Übergangsprojekt machen. Natürlich auch gerne noch mit der Krumbach dazu. Die soll natürlich auch nicht fehlen. Da müssen wir natürlich auch weitermachen. Na, das ist hier günstig geschossen bei Kleinanzeigen. Na, den Unimog wie die zwei Anhänger. Die Presse da hinten übrigens genauso. Aktuell liegen wir bei 1,8, weil ich doch einiges verkauft habe. So. Aktuell habe ich mein Lenkrad noch nicht angeschlossen, wird jetzt aber wieder kommen. So, dann gehen wir mal hier so raus. So, dann lassen wir den Helfer hier mal zügeln. Ja, er lässt halt dann unten was stehen, ne? Ist klar. Ja, das ist ein Scheinshelfer. So, dann. Und müssen wir das dann auch machen? Schauen wir mal.
Also ich freue mich echt, weil, also die Karte, die ist echt schön. Also wenn die jemand haben möchte, gibt's im Download-Bereich bei Forbidden Mods. Da müsst ihr einfach nur... So, jetzt bin ich mal gespannt. Naja, okay. Dann müsst ihr einfach nur euch anmelden, müsst dann quasi ein Konto euch erstellen und dann könnt ihr da schon loslegen. Na, also es ist kein Hexenwerk. Razzifazzi. Aber ob ich mit der Presse glücklich wäre, weiß ich auch noch nicht. Die sammelt nicht so schön, finde ich. Dafür sammelt sie rückwärts. Machen wir mal. Aber ich denke, das wird schön. Wie gesagt, SnowRunner ist nicht weg. Es wird auch nicht... ich mache es auf jeden Fall weiter. Nur halt von Donnerstag bis Samstag. Oder, das könnt ihr mir aber gerne mal unten reinschreiben, wenn ihr wollt, dass ich am Tag eine Folge LS mache und eine Folge SnowRunner. Das muss ich halt wissen, weil dann würde ich es halt dann auch so machen. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich es gesagt habe, erscheint mir das doch recht logisch. Die ganze Nummer. Und ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall ohne Autoload. Schön selbst verladen im Frontlader. Na, und nicht irgendwie großartig hier Autoloader übers Feld gekachelt. Sondern ganz normal, ganz ruhig. Ganz gemütlich.
Ja, doch. Ich glaube, das wird echt ein schönes Projekt. Weil die Felder halt auch so schön klein sind, ne? Und so wie ich das verstanden habe, sind das hier Tierweiden. Und die kann man nämlich auch noch dazu kaufen. Das ist einem gut. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Kommt doch ein bisschen mehr rum, als ich eigentlich gedacht habe. Hier vorne, das Vorgewände. Sonst dürfte ich das nachher alles nacharbeiten. Ja, und wenn wir das hier abgeerntet haben, können wir mal gucken, wie es ausschaut. Mit den Bodenwerten. Ja, und dann können wir düngen. Kalk streuen. Das Pflügen anfangen. Dann arbeiten wir die ganze Nummer nämlich gleich ein. Ich denke, das reicht als Vorgewände. Dass er da nicht mehr durcheinander kommt. So. Und ich fahre hier weg zurück. Beziehungsweise jetzt kann ich auch vor. Lenkrad ist halt einfach viel angenehmer, ne? So, Abfahrt. So. Dann fährt er jetzt noch den Rest. Wir können mal gucken. Wie viel fährt denn der Kollege? Der hat natürlich kein Nummernschild drauf, ne? 17. Ich sag's mal so, ich leime den mal kurz aus.
Gut, dann ein bisschen runter in der Perspektive und Abfahrt. Wie gesagt, ich leih mir den kurz aus und dann fahre ich ihn wieder zurück. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, ich hätte irgendwas zum Transportieren mir besorgt. Weil, bis ich jetzt beim Hof bin, ich bin halt hier unten. Na, ich muss halt ganz da hoch. Aber gut. Beim hier, ne, das sind alles Höfe. Das sind alles Höfe, die man kaufen kann. Und ich find's halt echt geil gemacht. Also, das ist genau meins. So eng und... Ach. Hä? 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 Okay. Okay. Bin ich jetzt hier? Ja, richtig. Na, hier auch die Straße echt schön gemacht. Also muss man... Man darf auch ruhig mal ein Lob aussprechen. So ist es nicht. Die geben sich da schon reichlich viel Mühe, die Modder. Beziehungsweise die Mapbauer. Schauen wir mal, ob wir nach Hause kommen mit dem Teil. Hier ist dann auch wieder eine Weide beziehungsweise eine Wiese. Echt schöne Sachen, ne? Was ich mir auch schon überlegt habe, weil hier auf der Karte gibt es, glaube ich, auch Stellen, wo du selber noch was bauen kannst, wo auch schon eingeebnet ist und alles miteinander, wo du nichts mehr großartig mit dem Terraforming, also ja, mit dem Bautool quasi verändern musst und eine ebene Bodenplatte haben. Ich glaube, wir machen das mal mit der Winzerei, oder? Also gerade bei diesen Feldern, bei der Größe von den Feldern, bietet sich die ganze Nummer ja eigentlich an, ne? Und dann habe ich mir noch einen Mod runtergeladen, weil ich das gerade sehe. Da geht es um Holz. Ne, was wir dann im Winter machen können. Damit wir da auch noch Einnahmen haben. Zimmer dann. Ja. Ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, ich gebe es zu, aber jetzt muss ich halt ne, ein bisschen mal quatschen. Aber das macht ja nichts, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ist jetzt auch nur die Folge, wo ich den Weg da mit dem Gabelstapler gefahren bin. Das nächste Mal kaufe ich wirklich was, einen Anhänger oder sowas und ja. Also wie gesagt, wenn euch die Karte zusagt, wenn es euch gefällt, nicht erschrecken, wie gesagt, der Shader bzw. die Farb, das, die Einstellung, so wie ihr es jetzt seht, läuft alles über meine Grafikkarte und läuft unter den unter der Shader vom Yogi, ne? Wo man auch in dem Nvidia Experience eingeben kann bzw. einstellen kann.
fast gleich vorbeigefahren. Hoppla, so war das jetzt nicht gedacht. Nein, nein, nein. Oh, komm bitte. Oh. Jetzt gräbt er sich da ein. Ich glaub's ja nicht, ey. Verdammt. Dann müssen wir den Kollegen hier mal kurz rausholen. Dann haben wir das tatsächlich noch geschafft. Ich hätte gesagt, wenn wir es eh gerade schon auf der Gabel haben, dann fahren wir das gleich mal hier hoch. Wenn er es schafft. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist es aber auch nicht einmal so eine heftige Steigung, ne? Haben wir es jetzt tatsächlich noch geschafft? So, sehr schön. Zurücksetzen. So, danke. So. So, was haben wir hier? Palette Mineralfutter. Dünger. Saatgut. Heu. Stroh. Chicken. Gut. Alles klar. Dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, davon werdet ihr jetzt mehr sehen, weil ich mich einfach für dieses Projekt beziehungsweise jetzt entschieden habe. Das Heimatprojekt lasse ich jetzt erstmal hinten angestellt. Das können wir dann immer noch machen. Das ist ja nicht weg, das ist ja nicht verloren. Der Spielstand ist ja da. Und wie gesagt, das gefällt mir einfach besser, weil es ist einfach, es ist stimmiger, finde ich. Und bei der Karte in dem Heimatprojekt fehlt, glaube ich, auch noch ein Update. Weil da doch allein am Hof, wo mir halt jetzt aufgefallen ist, noch ein paar Fehlerchen sich eingeschlichen haben. Aber das ist auch nicht wild, mein Gott. Das, so ist es halt, ne? Und ja, alles gut. Ne? Wie gesagt, wunderschöne Karte. Die hier, genauso wie die, wie der kleine bayerische Hof. Und genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, der Hübis raus. In diesem Sinne, ciao, ciao.